Heute spielen wir Fasching im Kindergarten mit Sago-Mini-Babys. Seid ihr dabei? Lasst uns verkleiden spielen! Katztastisch begrüße ich euch zum Fasching im Kindergarten mit Sago-Mini-Babys. Bist du bereit, Ginger? Ginger! Okay, dann mal los! Wir sind auch schon im Kindergarten und wir suchen unsere Freunde, denn heute wollen wir uns im Kindergarten verkleiden. Verkleiden ist genau das Richtige, was Kindern besonders viel Spaß macht. Einfach mal in eine Rolle schlüpfen. Aber Ginger, was machst du? Ginger, wir müssen doch deine Freunde suchen. Und du möchtest jetzt spielen? Du möchtest Musik machen? Verstehe. Komm, dann lass uns trommeln. Klasse, oder? Mit der Bongo. Und hier auf der rechten Seite haben wir ein Xylophon. Schau mal, wie das klingt. Yay! Ginger, du tanzt ja richtig. Gut gemacht, Ginger. Aber Ginger, wollen wir so langsam weiter? Du möchtest noch weiter tanzen, oder? Komm, wir lassen uns jetzt keine Zeit mehr, denn wir wollen ganz schnell deine Freunde finden. So, mal sehen. Oh, hallihallo. Oh, da ist er. Hallo, Harvey. Hey, Harvey. Unser lieber Freund Harvey ist ein Hund. Und, alles okay bei dir? Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Fasching im Kindergarten gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden, lustigen und kindgerechten Abenteuer mehr verpasst. Videos für die ganze Familie. So, Ginger, ich glaube, du müsstest mal deine Windeln wechseln. Oder, Ginger? Oh. Na, Teppichtörtchen. Da müssen wir auf jeden Fall deine Windeln wechseln. Okay, Ginger, mach dich bereit. Alles okay? So. Erstmal muss die alte in die Mülltonne. Und dann müssen wir das hier noch alles entfernen, damit du wieder sauber bist. Bitteschön. Hier, und eine frische Windel gibt es dazu. Okay, jetzt aber schnell weiter, Ginger. Hey, Harvey, warte hier. Gleich können wir alle verkleiden im Kindergarten spielen. So stelle ich mir Fasching vor. Du hast Hunger, oder, Ginger? Ich sehe schon. Du hast wieder zu wenig gegessen. Okay. So, wir haben Erdbeer, Banane und Karotte. Was möchtest du? Hey, warum hast du den Mund nicht geöffnet? Magst du kein Gemüse? Ah, du möchtest lieber Obst essen. Erdbeeren und Bananenbrei. Und Gemüsebrei, Karottenbrei magst du nicht? Hey, Ginger, du musst doch nicht weinen. Es ist alles gut. Guck mal, noch mehr Erdbeerbrei für dich. Sehr, sehr lecker. Schmeckt's dir? Ja, Bananenbrei ist besonders gut, oder? Die ist schön süß. So, jetzt bist du auch wieder sauber, Ginger. Wie schmeckt dir das? Du bist einfach viel zu goldig. Okay. Gesundheit, Ginger. So, jetzt haben wir keine Erdbeeren und keine Bananenmilch mehr, beziehungsweise Bananenbrei. So, aber ich würde sagen, wir müssen jetzt weitere Freunde finden. Wo sind bloß Robin und Jack? Harvey, der Hund, den haben wir bereits gefunden. Doch Jack? Und oh, hallo Robin. Da ist Robin, der Vogel. Hey Robin, schön dich zu sehen. Na, wo hüpfst du durch die Gegend? Komm mal zurück. Schau mal. Bist du eigentlich durstig, Ginger? Ich kenn dich doch. Guck mal, du hast ganz viel zur Auswahl. Willst du das? Du magst es nicht, oder? Schade. Und das hier? Das ist Brokkolibrei zum Trinken. Wenn du dein Gemüse schon nicht so isst, dann musst du dein Gemüse trinken. Gemüse ist wichtig und sehr, sehr lecker. So.
Hier haben wir Johannisbeer-Nektar. Oh, aber nicht so viel davon. Und Milch. Magst du keine Milch, Ginger? Möchtest du lieber das hier? Auch nicht so recht, oder? Wir haben rechts noch Schokoladenmilch, aber die ist viel zu süß. Komm, Ginger, wir müssen weiter. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's. Hey Robin, bis gleich, okay? Wir treffen uns beim Verkleiden. Extra für Fasching. So, ui, Bauklötzchen. Aber Ginger, du kommst immer von deinem eigentlichen Weg ab. Wollten wir eigentlich nicht deine Freunde suchen, damit wir gemeinsam Verkleiden spielen können? Ich sehe schon. Du möchtest lieber nochmal schauen, ob du hier mit den Bauklötzen etwas bauen kannst. Ja, dann dürfen wir doch mal gespannt sein, ob dir da was gelingt, was Schönes. So. Und na hoppla, das schießt ja. Das schießt ja kleine Bällchen. Wow, total faszinierend. Nicht wahr, Ginger? Ja, da lachst du nicht umsonst. Das ist extrem lustig. So, guck mal hier. Das ist rund. Wie findest du das, Ginger? Das ist toll, nicht wahr? Yay! Wow! Und guck mal, das kommt da drauf. Schön balancieren, schön festhalten. Aber Ginger, wollen wir nicht so langsam mal weiter? Was meinst du? Komm, wir schauen mal, was es noch so gibt. Und wo Jack ist. Jack ist der blaue Hase. Und, Ginger, ich werde auch so langsam müde. Aber, eigentlich wollten wir doch noch Fasching feiern und uns verkleiden, oder nicht? Okay, Ginger, komm, wir müssen weiter, bevor wir jetzt hier weiterschlafen. Okay, Ginger, jetzt sind wir im Freien. Ob hier draußen irgendwo Jack ist? Oh, schaut mal. Hier gibt's Geschenke und eine Torte, extra für Fasching. Ja, die Faschingsfeier kann schon fast beginnen. Aber wir wollen doch etwas ganz Bestimmtes machen. Wir wollen Fasching feiern, indem wir uns verkleiden. Wow, ein Schmetterling. Und was ist in diesem Geschenk drin? Gleich mal auspacken. Hey, Luftballons. Und die zerplatzen. Hey, du musst keine Angst haben, Ginger. Es ist alles, alles gut. Guck mal, ein neues Geschenk. Oh, ein Vögelchen. Tschüss, Vögelchen. Was haben wir hier? Leckeren Käse. Na, schmeckt dir der Käse? Auch sehr, sehr lecker und sehr, sehr gut. Ui, nochmal Luftballons. Okay, Ginger. Lass uns aber jetzt langsam weiter. Die Geschenke sind auch für die anderen Kinder. Duppidu, oh, ein Eichhörnchen. Auf der Schaukel. Hallo. Zack, dürfen wir auch mal schaukeln. So, Ginger, dann Achtung. Nicht, dass du noch runterfällst. Halt dich gut fest. Hey, ein Maulwurf. Und auf der linken Seite war ein kleiner Krebs. Aber Ginger, sag mal, wo ist eigentlich Jack? Hui. Hui, ja. Klasse. Yay. Hallo, da drüben. Okay, Ginger. Sollen wir so langsam weiter? Komm. Irgendwo wartet doch noch Jack auf uns. Den müssen wir... Oh, da bist du ja, Jack. Hallo, Jack. Jack, kommst du mit? Wir wollen Verkleiden spielen. Heute ist Fasching. Wir verkleiden uns und laufen dann mit unserer Verkleidung herum und spielen damit. Bist du dabei? Ginger, wir haben jetzt keine Zeit zu baden. Na gut, aber ganz schnell, ja? Erst einmal mache ich dich nass. So. Guck mal, ein Fröschchen. Okay, Ginger, mach dich bereit.
Ich werde dich jetzt mal ganz kurz einseifen, damit du wieder schön sauber bist, okay? Achtung! So. Puppeldirup. So, geschafft. Perfekt. Okay, gut. Und dann würde ich sagen, können wir das Ganze noch entfernen. Hey, nicht weinen. Guck mal, eine kleine Qualle. Aber jetzt entfernen wir erstmal den ganzen Duschschaum von deinem Gesicht. Gut gemacht, du hast die Augen schön brav zugehalten, während dein Gesicht eingeseift wurde. Hui, guck mal. Ein wunderschöner Oktopus. Eine wunderschöne kleine Qualle. Okay, wollen wir weiter, Ginger? Komm mit. Wir müssen unbedingt jetzt Fasching feiern. Hey Harvey, da bist du ja. Kommt, wir spielen jetzt endlich Verkleiden. Ginger, du darfst anfangen. So. Wir haben super viel zur Auswahl für Fasching. Magst du das Blumenkleid? Den Blumenstrampler? Das Kleidchen gefällt dir besonders gut, was? Oh, na hoppla. Schau mal, was hältst du von einem Schnurrbart? Ja, der ist besonders lustig. Und die Halskette steht dir extrem gut. Ach, katztastisch. Wunderbar sieht das aus. Was hältst du davon? Hey, nicht weinen, Ginger. Das gefällt dir auch nicht? Möchtest du eine Biene sein? Guck mal, du bist eine Biene. Bzzzt. Du bist eine kleine Biene. Genauso wie Biene Maya. Okay. Ginger, aufgepasst. Was für ein schönes Foto von Ginger. Kommen wir zu Jack. Hey Jack, guck mal. Hey, du hast dich ja echt klasse verkleidet. Du bist ein Cowboy. Super hast du das gemacht. Komm, wir machen ein Foto. Super. Und jetzt zu Harvey. Hey Harvey. Harvey, der Hund, ist ein Matrose auf hoher See. Du siehst auch echt wunderbar aus. Und ein echt klasse Foto. Aber was ist mit Robin? Robin mochte das Superhelden-Outfit am Anfang nicht sonderlich. Doch jetzt findet sie sich als Superheldin richtig toll. Du siehst echt klasse aus. Gut gemacht, Robin. Aber jetzt? Jetzt ist Schlafenszeit. Gute Nacht zusammen. Mehr liebevolle und kindgerechte Abenteuer für die ganze Familie gibt es auf www.kinderkatze.de. Eine Seite, ein Ort mit nur kindgerechten Videos. Na dann, bleibt katztastisch!